Heute im Spoilerboten: Leopardenskins, was beim Balancing tatsächlich jetzt getan wird und die Auflösung unseres Gewinnspiels. Ich bin Baskerville, los geht's! Diese Woche in den Shop kommt das schicke Leoparden-Outfit. Sowie das verführerische Leoparden-Outfit, das bei weiblichen Charakteren sehr, sehr nett aussieht. Des Weiteren gibt es dann auch den Piraten-Eder-Schlüssel. Ja, und der sieht so aus. Dazu kommen dann zwei Emote-Karten. Einerseits Niederknien. Und Verbeugen. Wobei Verbeugen Niederknien ist mit Umfallen. Der heilige Ätherschatz ist kein Item an sich, das sind Gegenstände, die random generiert werden, und da wird euch einer dann auf euren Account angerechnet, den ihr dann einem Charakter zuweisen könnt. Was sind da jetzt für Sachen drin? Also wir haben einerseits goldene Gottsteine, dann haben wir grüne und blaue Mana-Steine sowie Sockelhilfen, 100%ige und normale. Dann haben wir auch nochmal Verzauberungssteine von Stufe 100 bis 130. Auch können in dieser Kiste AP-Gegenstände drin sein, sowie Retzsteine und Tränke. Dann gibt es auch nochmal die Kräuter des Königssam, und das sind Heiltränke. Die heilen euch von Debuffs und heilen euch um die 1000 Trefferpunkte. Man kann auch Verwandlungsbonbons rausbekommen, die verwandeln euch in einen Shugo und buffen euch ein bisschen. Dann gibt es auch nochmal ein Mount, das 30 Tage hält, dieses Pagati Aero, das zeige ich euch jetzt mal. Und dann gibt es auch nochmal Schriftrollen, und das sind Rückkehrschriftrollen. Was ist das Besondere daran? Die sind sofortig wirkbar, sprich, wenn ihr draufklickt, werdet ihr sofort in eure Heimatstadt zurückgeportet. Zu guter Letzt kann dann auch nochmal in diesem Schatz ein heiliges Aufwertungsserum drin sein, und damit könnt ihr klarerweise den Schmuck plussen. Lange hat's gedauert, endlich ist es soweit. In Ion gibt es endlich Server Balancing. Und wie funktioniert das Ganze? Ab nächster Woche gibt es generell mehr Schaden für Asmodia an Festungstoren. Außerdem gibt es in Katalam in der Festung einen NPC, und der bufft jedem Asmodia, der ihn anklickt, einen PvP-Verteidigungsbuff von 9%. Des Weiteren gibt es Zugänge zu den Instanzen Halle des Wissens, Lager der Lehre und Idgel Forschungslabor, jeweils auch drei Portale quasi im Runtempel. Die Maßnahmen starten auf den Server Telemachos, Kalinidi, Kromede, Kuratus, Sutran, Baldar, Varus, Thor, Behala und Utrem. Da diese Informationen von unserem Testserver stammen und das Ganze erst nächste Woche offiziell angekündigt wird, kann sich bis dahin noch einiges ändern. Unsere Kollegen bei Gameswelt.tv haben ein Ranking gemacht, und hier hat Ion tatsächlich den zweiten Platz bestritten. Ja, und das ganze Video könnt ihr euch anschauen, das habe ich euch unten verlinkt. Und wie versprochen löse ich fix noch das Gewinnspiel auf. Gewonnen haben Tobias Romroth, Jens Kray, Mini Eve und Michael Worse. Ich schicke euch den Gutschein zu, viel Spaß damit. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Bis nächste Woche. Bis dann.